locker, 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 locker. Locker sprechen, locker sprechen, locker sprechen, locker sprechen, locker sprechen. Ich glaube, dass die Stimme zusammen natürlich mit dem Sprechen und mit unserer Körperlichkeit den Inhalt dessen transportieren soll, was wir sagen wollen, zum einen, und natürlich uns zum anderen auch zeigen soll in unserer Person und im Kontakt zu den anderen Personen. Es gibt Stimmen, die einfach sehr weit hinten sind. Dann kommt die Stimme nicht wirklich raus, dann sind sie im unteren Teil, sie sind so hier gefangen. Und wenn die Menschen auf Dauer reden, wirkt das sehr ermüdend. Es kann auch desinteressiert wirken oder gelangweilt. Dann gibt es das Gegenteil von Stimmen, die weit oben sind, die relativ eng sind, wo man das Gefühl hat, sie sind noch sehr niedlich oder kindlich. Man kann da auch schwer zuhören. So eine Person wirkt schnell inkompetent oder nicht durchsetzungsfähig. Dann kann eine Stimme sehr sonor und tief sein und ich höre ihr gerne zu. Sie ist warm, sie ist resonanzreich, aber wenn sie die ganze Zeit da unten bleibt, hat man auch ein Gefühl davon, auf Dauer kann man ein bisschen gelangweilt werden. Wenn eine Stimme sehr fest ist, dann ist die Muskulatur, die umgebende, sehr fest. Das heißt, die Stimme bekommt Druck, das wirkt sehr hart, die Person wirkt sehr unpersönlich und man hat schnell das Gefühl, Abstand. Wenn ich ordentlich Stress habe, dann wirkt sich das aus, dass mein ganzer Körper zugeht und die Atmungsmuskulatur, die sehr sensibel ist und die feine Stimmmuskulatur, die reagiert auf solche Spannungen auch mit Festigkeit und Enge. Wenn der Atem fest ist und wenn die Stimme dadurch fest ist, würde ich als erstes anfangen, den Körper zu lösen. Denn das ist da, wo die Stimme letztendlich gemacht wird. Im nächsten Schritt würde ich gucken, wie ist die Aufrichtung, dass die Schultern nicht zurückgezogen sind und hier eine Spannung ist oder auch nicht eingerundet ist, sodass hinten eine große Spannung ist. Also in eine Aufrichtung zu kommen, das zu lösen, loszuschütteln, die Schulterblätter zu schütteln. Wenn der Atem los sein kann, kann er hier durchgehen und einfach frei zum Partner, sodass er diese enge Stelle hier passiert. Und genauso die Stimme dem folgt, ha, dass sie die Verbindung nach unten behält, ha, und in den Raum geht. Die Stimme transportiert meine Empathie und die Sprechweise, meine Sprache, transportiert den Inhalt. Und beides zusammen. Und wenn das eine Einheit ist und meine Gestik einigermaßen stimmt und dazu passt, dann habe ich das Gefühl, dass die Person überzeugend wirkt. Ein bisschen die Lippen bewegen.